Ein Jahr nach der Flüchtlingskrise. Landesrat Norbert Darabos zieht Bilanz. Gestern vor einem Jahr wurde das Burgenland vor eine große Herausforderung gestellt. Tausende Flüchtlinge passierten die Grenze ins Burgenland. Ein Jahr nach diesem Ereignis zieht der burgenländische Asyllandesrat Norbert Darabos Bilanz. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke fürs Kommen. Wir stehen, wie Sie wissen und wie das auch schon jetzt auch medial da und dort berichtet wurde, ein Jahr nach der stärksten Flüchtlingsbewegung, die das Burgenland in seiner Geschichte zu bewältigen hatte. Wir haben im Jahr 1956, beim Ungarnaufstand bewiesen als Land Burgenland und vor allem die Menschen, die in diesem Land leben, dass wir bereit sind, Flüchtlingsströme nicht nur zu kanalisieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie tatsächlich in Sicherheit kommen. Das ist dann auch weitergeführt worden ins Jahr 1968, Tschechoslowakei-Krise. Es hat dann, wie Sie wissen, den Fall der Berliner Mauer gegeben, und bevor die Berliner Mauer gefallen ist, ist schon im Burgenland hier, sind die Vorboten auch zu spüren gewesen, mit der Möglichkeit, über Ungarn hier ins Burgenland zu kommen. Und ich war damals selbst auch dabei. Es war eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Das hat sich dann auch weiter entwickelt in Richtung der Jugoslawien-Krise. Es ist fast untertrieben, Jugoslawien-Krise. Es war ein blutiger Krieg, wo sehr viele Menschen auch im Burgenland nicht nur Zuflucht gefunden haben, sondern auch eine neue Heimat gefunden haben. Und sehr viele auch beispielsweise in meiner Heimatgemeinde sich integriert haben, weil sie auch Burgenlandkroaten verstehen und damit auch die Integration etwas einfacher war als in dem Fall, den wir vor einem Jahr, einen Tag, also gestern eigentlich vor einem Jahr, hat das Ganze begonnen. Ich habe jetzt nachgeschaut, wir haben nach einigen Tagen gesagt, es sind Zwischenbilanz 81.000 Menschen, die hier gekommen sind. In Wahrheit waren es dann über 300.000 insgesamt, also mehr Menschen, die über das Burgenland gekommen sind, als das Burgenland Einwohner hat. Also das ist schon etwas, was bemerkenswert ist, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes bemerkenswert. Es wurde schon in den letzten Tagen sehr viel darüber gesprochen. Es hat hervorragende Arbeit gegeben der Blaulichtorganisationen, beginnend vom Roten Kreuz, aber auch natürlich über die Polizei bis zum Bundesheer. Der jetzige Verteidigungsminister Doskozil hat die strategische Hauptaufgabe erledigt und hervorragend erledigt, und das ist ja auch ein Grund, warum er jetzt in dieser Funktion ist, weil man österreichweit gesehen hat, dass hier rational, aber durchaus auch emotional und in hervorragender Arbeit diese Mammutaufgabe, und ich war selbst fünfmal in Nickelsdorf, erledigt worden ist. Und heute stehen wir ein Jahr danach, und ich möchte ganz am Beginn ganz bewusst, ich habe in den letzten Tagen sehr viel darüber nachgedacht, auch aufgrund des Wahlergebnisses in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass es auch einen Mittelweg geben kann, und zwar einen vernünftigen Mittelweg zwischen dem, was versprochen worden ist, wir schaffen das, und dem Weg auf der rechten Seite, wo jeder Asylwerber potenziell als Krimineller hingestellt wird. Ich glaube, dass es einen guten Mittelweg geben wird und geben kann, und dass wir den im Burgenland auch gegangen sind, in der Abwicklung dieses Flüchtlingsstroms auf der einen Seite, aber auch was die weiteren Folgen dieses Flüchtlingsstroms betrifft. Wir haben, und das ist jetzt die Bilanz, diese 300.000 Menschen ins Burgenland gebracht, und die meisten von ihnen, das ist ja auch kein Geheimnis, sind nicht im Burgenland geblieben, sondern sind weitergezogen und haben versucht, vor allem in Deutschland Asyl zu bekommen. Und trotzdem heißt das insgesamt für Österreich in diesem einen Jahr, dass wir von ungefähr
43.000 Menschen, die in der Grundversorgung waren, vor diesem 3. September des Jahres 2015, dass wir jetzt auf 83.000 Menschen sind, also eine Verdoppelung. Fürs Burgenland heißt das, dass wir in der Grundversorgung von 1.450 Personen mittlerweile angestiegen sind auf 2.700 Personen ungefähr. Man kann das nicht ganz genau, man kann es natürlich täglich ganz genau definieren, aber es ändert sich täglich um einige Personen. Aber ungefähr auch hier fast eine Verdoppelung jener Menschen, die bei uns in der Grundversorgung auch bleiben und damit auch die Möglichkeit haben, wie gesagt, um Asyl anzusuchen und auch damit unser Budget belasten. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Wir stehen dazu. Wir stehen auch dazu, dass wir die Quote im Burgenland erfüllen. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir im Burgenland jetzt konstant an dritter Stelle österreichweit sind, was diese Quotenerfüllung betrifft. Es gibt zwei Länder, die über 100% konstant haben. Das ist Wien mit einem sehr hohen Prozentsatz, ungefähr von 120%. Und das ist Vorarlberg mit 104%. Und dann kommt schon das Burgenland, ganz weit vor anderen Ländern, die ihre Quote bei Weitem nicht erfüllen. Schlusslicht ist hier Kärnten mit nur 85%, aber es gibt auch andere Länder wie Tirol mit 89%, wie die Steiermark, die an und für sich gut ist, mit 97%, Salzburg mit 87%. Also grundsätzlich kann man nach diesem einem Jahr bilanzieren, dass wir bereit sind, Menschen, die hier aus berechtigten Gründen um Asyl ansuchen, auch nicht nur anhören, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, hier bei uns zu bleiben, wenn sie dann in weiterer Folge auch den Asylstatus bekommen. Insgesamt ist es so, dass wir aus meiner Sicht eine positive Bilanz ziehen können. Ich habe es schon angesprochen, knapp 100% Quotenerfüllung. Wir haben, und das möchte ich auch dazu sagen, bei diesen 2.760 Asylbewerbern, die im Burgenland jetzt in der Grundversorgung sind, 180 Jugendliche dabei, die sogenannten unversorgten minderjährigen Flüchtlinge. Da sind wir im Spitzenfeld mit Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark. Und wir haben diese unbegleiteten Minderjährigen auch in organisierten Quartieren untergebracht. Ich verhehle aber nicht, dass es da und dort auch Probleme gibt. Und das ist das, was mich sozusagen auch täglich in der Politik fordert und mich auch beschäftigt. Es kann nicht sein, dass erstens alle kriminalisiert werden. Auf der anderen Seite gibt es Fälle auch gerade bei unbegleiteten Minderjährigen in Quartieren, die etwas größer ausgefasst sind, als wir eigentlich im Burgenland als politische Philosophie und als politisches Credo ausgegeben haben, dass da und dort auch Probleme auftauchen. Und das ist aus meiner Sicht eine politische Aufgabe, auch von meiner Seite, von Seiten der Bundesischen Landesregierung, dafür zu sorgen, dass man auch die Ohren offen hat, die Augen offen hat und hier auch auf Probleme, wenn man aufmerksam gemacht wird, auch reagiert. Das Erfreuliche ist, wir haben von 171 Gemeinden knapp 100, die Flüchtlinge aufgenommen haben. In unterschiedlicher Ausformung, die einen Gemeinden haben einen sehr hohen Anteil an Flüchtlingen getragen in den letzten, nicht nur Monaten, sondern in den letzten Jahren. Manche haben weniger, aber immerhin 100 Gemeinden von 171 waren bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Und das heißt auch, Sie werden sich vielleicht erinnern, die Diskussion, es ist so gewesen, dass man über 1,5% gesprochen hat. Wir sind derzeit ungefähr bei 0,98%, also knapp unter 1% im Vergleich Grundversorgung versus Bevölkerung im Burgenland. Also ungefähr 1%.
Und was ich positiv anmerken möchte, ist, dass es eben gut gelungen ist, durch die Philosophie des Landes kleine Einheiten zu schaffen, auch die Akzeptanz zu erhöhen und diese Akzeptanz auch zu schaffen. Ist nicht immer einfach, wie gesagt, es gibt da und dort auch Problemfälle, aber grundsätzlich haben wir ein positives Feedback und unsere Philosophie ist auch, das sage ich auch offen, nicht gegen Gemeinden etwas durchzusetzen, sondern mit den Gemeinden etwas durchzusetzen. Und da gibt es da und dort auch gewisse Spannungsfelder, weil es sehr viele Private gibt, die gerne hätten, dass sie mehr Flüchtlinge aufnehmen, aber wir halten uns an diese Richtlinie, dass wir dafür sorgen möchten, dass auch in der Grundversorgung die Akzeptanz mit den Gemeinden herzustellen ist. Und das gelingt ganz gut. Und wie Sie sehen, wir sind an dritter Stelle österreichweit, was die Grundversorgungszahlen betrifft, prozentuell gesehen. Und das zeigt aus meiner Sicht auch, dass wir ganz gute Arbeit leisten. Es gibt einige Gemeinden, ich möchte jetzt keine nennen, um nicht vielleicht Begehrlichkeiten zu wecken, aber es gibt einige Gemeinden, die wirklich tolle Arbeit auch leisten und die weit über die 1,5% hinausgehen und auch Flüchtlinge aufnehmen, auch kleinere Gemeinden. Das ist schon auch bemerkenswert, weil ich weiß, dass, wie gesagt, dort auch der politische Druck relativ hoch ist und dass man dort auch da und dort von der Bevölkerung her meint, das ist vielleicht zu viel. Es gibt 5, 6 Gemeinden im Burgenland, die zwischen 12%, was jetzt das Verhältnis von Flüchtlingen zur Bevölkerung betrifft, aufweisen. Und in absoluten Zahlen gibt es insgesamt 5 Gemeinden, die über 100 Flüchtlinge im Burgenland auch beherbergen. Also unterm Strich gesagt, es ist keine einfache Geschichte, aber ich glaube, dass wir angesichts der Tatsache, dass mit diesem Ansturm vor einem Jahr nicht zu rechnen war und dass wir zwar im Burgenland grundsätzlich als Transitland gesehen worden sind, aber trotzdem auch eine Verdoppelung jener Flüchtlinge haben, die in die Grundversorgung gekommen sind, hier auch zu konstatieren haben. Und dass wir das aus meiner Sicht gut gemeistert haben. Und wir waren, das möchte ich auch noch kurz anmerken, jenes Bundesland, das als erstes auch Wertekurse und Deutschkurse eingeführt hat, auch im Konsens mit dem Außenminister und Integrationsminister Kurz. Und auch das funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Wir haben grundsätzlich da einen sehr hohen auch Anteil an jenen Menschen, die hier diese Deutschkurse auch besuchen, und das ist auch wichtig. Das ist auch in unserem System so festgelegt, dass wir dafür sorgen sollen und müssen, dass Menschen, die hier bei uns bleiben wollen, erstens unsere Sprache können und zweitens auch unsere Werte kennen. Und ich bin schon sehr stolz darauf, dass es in Burgenland auch gut funktioniert. Ich war sehr, sehr oft auch persönlich unterwegs und ich habe ein Phänomen beobachtet, also Kinder beispielsweise sind relativ rasch auch bereit, die Sprache zu erlernen. Die erlernen sie relativ schnell, auch über den Fernseher, über Comicserien, interessant, wie schnell das geht. Bei den Erwachsenen ist es ein bisschen schwieriger, aber jeder, der bei uns hier auch bleiben möchte, muss auch, das geht ja auch dann in den Bereich des Arbeitsmarktes hinein, dafür sorgen, dass er selbst die Sprache beherrscht und damit auch mehr Chancen hat, sich erstens zu integrieren und zweitens dann auch am Arbeitsmarkt zu realisieren. Insgesamt gesehen, noch einmal gesagt, glaube ich, dass der Mittelweg, den wir im Burgenland gegangen sind, auf der einen Seite auch zuzuhören, wenn es Probleme gibt, auf der anderen Seite aber auch dafür zu sorgen, dass jene, die aus berechtigten Gründen, nämlich aufgrund der Genfer Menschenrechtskonvention, hier in Österreich um Asyl ansuchen, das heißt Kriegsflüchtlinge, Menschen, die aus rassistischen oder religiösen Gründen verfolgt werden, auch die Möglichkeit haben, hier zu bleiben, dass dieser Mittelweg, und ich bin nochmal gesagt fest davon überzeugt, dass das auch ein guter Weg ist und dass der auf Dauer sich durchsetzen wird und dass man die Hardline auf der linken und die Hardline auf der rechten Seite damit auch
auf lange Sicht einbremsen kann und auch zeigen kann, dass es einen guten Weg geben kann, Menschen, die, wie gesagt, berechtigt geflüchtet sind, hier auch zu integrieren.